SPD-Chef Martin Schulz hat in einem Interview mit der Bild am Sonntag ausgeschlossen, dass es eine weitere große Koalition auf Bundesebene geben wird. Dies gelte auch, wenn die Jamaika-Verhandlungen scheitern würden, so Schulz. Unsere Rolle ist die Opposition, dabei wird es bleiben. Die GroKo ist abgewählt worden. CDU, CSU und SPD haben zusammen 14 Prozentpunkte verloren. Vor dem Gipfel von CDU und CSU am Sonntag griff der SPD-Chef die Union scharf an. Der Streit zwischen den Schwesterparteien sei ein Ding aus dem Tollhaus. Trotzdem ist er überzeugt, dass eine Jamaika-Koalition gebildet wird. CDU und Grüne haben im gesamten Wahlkampf ihren Wunsch nach Schwarz-Grün zu erkennen gegeben. Die FDP sieht sich zumindest auf Bundesebene als der natürliche Partner der Union. Wir haben eine staatspolitische Verantwortung, jawohl. Eine starke Opposition gegen die Regierung ist eine staatspolitische Verantwortung, die wir annehmen wollen.